bevor uns Bauer es wagt, diesen Besen zu essen, stellen wir uns die Frage, wer ist überhaupt Hans Bauer? Servus, ich bin der Hans Bauer und ich werde einen Besen köstlich zubereiten. Ja, und werden Sie den Besen auch essen, wie versprochen? Ja, was glaubst denn du? Ja, das wird doch scheußlich schmecken, oder? Wieso? Wenn ich den zubereite, schmeckt der doch wunderbar, weil zubereiten ist mein vierter Vorname. Das heißt, Hans Bauer ist gar nicht Ihr voller Name. Wie heißen Sie denn richtig? Hans Otto Franz Zubereitenbauer. Der Name war halt zu lange für YouTube. Nun kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Wird der Besen nun gesalzen oder frittiert? Das weiß nur einer, Hans Bauer oder keiner.